Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 26. Februar 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit den Konstellationen vom Freitag und den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ich habe diese Woche ja verschiedentlich darauf hingewiesen, dass sich die laufende Sonne, die sich zurzeit heute im 8. Grad der Fische befindet, dass diese auf Neptun zuläuft, der seit 2011 in seinem eigenen Zeichen, den Fischen, läuft. Nicht? Man ordnet in der Astrologie jedem Sternzeichen einen Planeten oder zwei zu. Und Neptun ist den Fischen zugeordnet worden. Und da Neptun eine Umlaufzeit von über 160 Jahren hat, ist es für die meisten von uns das erste Mal, dass Neptun in seinem eigenen Zeichen läuft seit 2011. Und deswegen ist natürlich in diesen Jahren der Tag, an dem die Sonne Neptun sozusagen erreicht, direkt auf Neptun im Zeichen Fische steht, immer etwas Besonderes. Das ist am Sonntag der Fall. Und damit potenziert sich sozusagen die Fische, die Neptun-Energie nochmal. Und zwar kann sich das in allen Richtungen zeigen. Neptun in den Fischen ist das Potenzial für Erleuchtung, für Erwachen, für Spiritualität, zum Erkennen der Nicht-Getrenntheit. Wer also in den Bereichen aktiv ist, der kann dieses Wochenende sehr gut nutzen zur inneren Einkehr, zur Meditation, zur Wahrheitsergründung. Aber auch die brotlosen Künste, Musik, Kunst, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, macht sehr viel Sinn. Oder eben aber auch soziales Engagement, zu erkennen, dass wir alle miteinander zusammenhängen und das, was wir jemand anderem tun, tun wir in gewisser Weise auch uns selbst. Auf der anderen Seite hat Neptun aber auch mit Haltlosigkeit, Ziellosigkeit, Verwirrung, Irritation, Süchten zu tun. Und auch auf diese Punkte kann man am Wochenende kann man sich einmal bewusst machen. Ich kenne kaum jemanden, den ich in irgendeiner Weise von irgendetwas süchtig ist, und sei es von anderen Menschen oder Fernsehen oder guten Büchern. Es müssen nicht immer die gängigen Drogen sein, aber auch hier, Neptun ist halt der Wunsch nach der Flucht aus der Realität. Man möchte gerne eine andere Realität erfahren. Und wenn man das nicht auf natürlichem Wege oder mit Bordmitteln schafft, dann sozusagen müssen eben künstliche Hilfsmittel her. Und das ist am Wochenende besonders stark. Und da können wir mal einen Blick auf unsere Süchte werfen. Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt zu versuchen, ein völlig suchtfreier Mensch zu werden, sondern eher uns bewusst zu machen, was wir mit den Dingen tun, die wir zu uns nehmen, was wir sozusagen in uns verändern, wovon wir davonlaufen. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien, dieser Mond ist heute am Freitag im Zeichen Waage. Die Waage, das Zeichen der Begegnung, des Austausches. Ähnlich wie gestern kann es auch heute zu dem gewissen Zwiespalt kommen zwischen dem Wunsch vielleicht nach Rückzug, ich möchte gern mehr nach innen gehen und dem Bedürfnis, was der Mond ausdrückt, nach Kontakt, nach Austausch mit anderen. Der Mond in der Waage sucht Schönheit. Hier finden sich natürlich Sonne, Neptun, Mond, Waage in der Schönheit, in der Kunst. Aber der Mond in der Waage sucht eben auch Harmonie und durch Begegnung. Man möchte im Grunde das, was man in sich fühlt, mit anderen teilen. Und da können wir natürlich auch jeder in unser Leben schauen, inwieweit uns das möglich ist. Ob es Menschen in unserem Leben gibt, die eine ähnliche Ästhetik haben, ein ähnliches Gefühl haben wie wir selbst. Morgen am Samstag dann, mittags gegen 12:30 wechselt dann der Mond in den Skorpion. Zwischen 12 und 1 ist der Mond zwischen den Zeichen, das ist so eine etwas unklare Position. Dann aber ab Samstagmittag den gesamten Sonntag über und auch am Wochenanfang den Montag
ist dann der Mond im Zeichen Skorpion erst in der Nacht zum Dienstag geht es in den Schützen. Mit dem Mond im Skorpion, was von der Elementezugehörigkeit sehr gut zu der Sonne in den Fischen passt, Wasserzeichen, Wasserzeichen, sind dann am Samstag, Sonntag und Montag, also auch am Wochenende, die Emotionen ganz groß geschrieben. Emotionaler Austausch, ein in den Gefühlen sein, die Dinge gefühlsmäßig betrachten, vielleicht mit Mond im Skorpion auch in die Tiefe zu gehen und dort vielleicht natürlich auch auf das zu stoßen, was den freien Fluss unserer Gefühle hemmt. All das begegnet uns am Wochenende, was von daher vielleicht weniger im Außen, aber im Innern eine starke Intensität annehmen kann. Ich wünsche uns heute einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bis Montag.